Wird es dieses Halloween 2020 viele Horrorclowns geben? Glaubt ihr das oder ist dieser Trend praktisch vorbei? Es wird viele Corona-Clowns geben, die um die Häuser ziehen und mit ihren Grabschänden die Klingeln infizieren. Ja, befürchte ich auch. Süßes oder infektiöses? Ich denke nicht. Ich glaube, 2017 war der Trend. Da haben wir ja die Typen mit den Paintball-Gun abgeschossen. Ich stelle mir gerade die Situation vor, wie ein Horrorclown mit Motorsäge und so weiter, völlige Inszenierung. Dann, ganz trocken, die Polizeisoldat teilt mit, dass er gegen die Schutzmaßnahmen verstößt und daher festgenommen wird. Ja, Happy Halloween. Aber ich glaube, dass so eine Horrorclown-Maske auch mit Mund-Nasen-Schutz durchgehen könnte. Wird es nicht, das ist Jahre her. Da gab es die letzten Jahre noch, ich dachte, die wurden durch Harley Quinns abgelöst. Der Trend ist schon seit Jahren tot. Dieser Trend ist vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Außerdem könnt ihr bei gutefrage.net vorbeischauen. Shine, I know you see, I see that part, the crib just falls, the closet, the pants.